Moin! Ja, heute möchte ich euch mal ein Werkzeug vorstellen, das ich selbst gebastelt habe, das man sehr gut dazu verwenden kann, um hier Ventile aus- und einzubauen. Ja, hier ist es schon. Sieht sehr, sehr schlicht aus. Ja, vielleicht kennt ihr diese standardmäßigen Werkzeuge, die man für verwendet. Diese aus Metall mit einem großen Hebel, den man dann hoppla, hier oben ansetzt und runterzieht. Ja, diese Metallwerkzeuge haben einen relativ großen Nachteil. Und zwar können die, wenn es blöd läuft, ziemlich tiefe Kratzer hier in den Laufflächen von den Hydraulikstößeln hinterlassen. Und ich bin nicht so ein großer Fan davon, wenn Öl an Hydraulikstößeln vorbeigedrückt werden kann. Nicht nur, dass euch Öldruck flöten geht, sondern ja, es kann auch passieren, dass der Hydraulikstößel einfach nicht mehr richtig befüllt wird. Deswegen bevorzuge ich Werkzeuge aus Kunststoff. Das hier habe ich jetzt gebaut aus einem alten Bassreflexrohr von einem Lautsprecher. Ihr könnt aber auch einfach in den Baumarkt gehen und euch Kunststoffrohre kaufen, die so ja, 1,5 bis 2 mm Wandstärke haben sollten. Ja, und ansonsten schneidet euch einfach hier, was weiß ich, 7-8 cm davon ab. Hier unten ein Fenster rein, das darf maximal 2 Drittel also 2 Drittel der Gesamtfläche einnehmen. Und hier unten muss ein Steg sein, weil ansonsten das Plastik dazu neigt, dass es sich hier aufspreizt und ja, dann kann das Werkzeug halt eben stecken bleiben. Das zweite, was man braucht, um die Ventilfedern ein- und ausbauen zu können, ist einfach nur eine Schraubzwinge. Vielleicht kann sich jetzt der ein oder andere schon vorstellen, wie das Ding insgesamt funktioniert. Aber ich möchte es erstmal kurz demonstrieren. Das funktioniert nämlich tatsächlich ziemlich einfach. Einfacher, als man am Anfang glauben mag. So, hier ist tatsächlich schon mein neues Bastelprojekt. Diesmal ein 16-Ventiler für den 2-Liter-Motor. Okay, eigentlich ist das ein KR-Kopf von 1,8 Liter. Na egal, es geht erstmal darum, hier die Ventile rauszukriegen. Hier haben wir jetzt einen schönen Blick auf die Ventilfedern und die Keile. Die sind nach langer Betriebszeit normalerweise ziemlich fest verklebt. Und die sind tatsächlich so stark verklebt, dass es passieren kann, dass das Kunststoffwerkzeug einfach brechen würde. Deswegen nehme ich hier erstmal so eine Zündkerzennuss, die ist ein bisschen getaped. Und dann kriegt der Ventilteller von oben erstmal ein paar kleine Hiebe. So, sollte schon ausreichen, der sollte jetzt lose sein. So, als nächstes, also das könnt ihr jetzt meinetwegen die gesamte Reihe bis runter machen. Als nächstes. So. So hinstellen. Das Werkzeug wird dann ungefähr so angesetzt, dass ihr hier dann rein könnt an die Keile. Das Problem ist halt eben jetzt, diese Schraubzwinge anzusetzen. Hoppla. So. Beim Ausbau habt ihr nämlich ein kleines bisschen ein Problem. Und zwar, ihr spannt das Ventil vor mit ja, dieser Schraube hier. Und das Blöde ist, nachdem ihr die Keile rausgenommen habt, müsst ihr weiter entspannen, als dass ihr gespannt habt. Und da ihr natürlich mit dem Bereich drüben auf der Dichtfläche seid, kann das passieren, ihr dreht raus, ihr dreht raus, ihr dreht raus und auf einmal setzt das hier auf eurer Dichtfläche auf. Das heißt, ihr habt zwei Möglichkeiten. Entweder ihr bedenkt das und fangt, bevor ihr anfangt, mit dem Ausbau schon in ungefähr der Stellung an. Oder ihr legt euch irgendwas auf das Ventil drauf oder so, damit hier dieser Steg überhaupt gar nicht an die Dichtfläche von der Zylinderkopfdichtung kommen kann. Ja, ich zeige das mal kurz, wie ich das jetzt ansetze auf der anderen Seite. Ich hoffe, da ist jetzt genug Licht. Upp, komm her. So. So. Man sieht es natürlich nicht sehr gut. Ah, hier. Also, ich setze tatsächlich den einen runden Kopf hier, den ich dann drehen werde, direkt auf das Ventil. Und wie gesagt, geschicktere Methode wäre es, wenn ihr jetzt irgendwas dazwischen legen würdet, das ihr hier ansetzen könnt. Auf der anderen Seite. Kommt dann einfach mein Werkzeug rein. Und da braucht ihr echt keine Angst haben, weil das wird euch das Aluminium auf gar keinen Fall verkratzen. So. Und jetzt vorsichtig spannen. Das war natürlich jetzt der Vorführeffekt. So.
Ja, Vorführeffekt. Muss natürlich immer aufpassen, dass es richtig sitzt. Das habe ich jetzt natürlich nicht gemacht. Ja, ein bisschen Fail muss sein. Na komm. So. Sitzt stabil und sicher. So, jetzt ist sogar schon der erste Keil rausgeflogen. Ich weiß nicht, kann man das jetzt irgendwie erkennen? Na, ich glaube nicht. Moment. Komm mal raus aus der Halterung. So. Die Keile liegen jetzt frei. Und dann braucht man einfach nur noch ein Pinzettchen. Huch, bleibt da. Also Pinzette oder Magnet. Erster Keil. Der zweite hängt noch dran. Da ist er. So, beide Keile draußen. Und danach nur noch lose drehen. Knack. Yay. Dauert zwar ein bisschen, funktioniert aber relativ sicher und ziemlich einfach. So. Da ist es. Ventil ausgebaut. So, das war es auch schon dazu. Vielleicht kann der ein oder andere sich so ein Ding auch mal bauen und vielleicht hilft es ja jemandem. Und tschüss!